Hallo, brumm brumm im Auto. Was das Auto natürlich nicht mehr macht. So, hier ist nichts drin in dem Auto. Vielleicht hier? So, hier Handschuhfach. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier ist nur... Das ist die andere Tür. Okay. Was ich jetzt mal kurz machen möchte, ist... Ich möchte mal kurz so ein bisschen hier unser Zeug angucken. Ob wir hier eine Werkbank finden werden? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, das vielleicht... Was ich nämlich mal machen wollte, ist... Warum hat es denn jetzt gerade so gestockelt? Was ist denn hier los? Was ich machen wollte... Vielleicht angeln. Drei Fackeln? Mein Gott. Hier, 67%. Aktion. Was brauchen wir dafür, um den zu reparieren? Zwei Stoff? Naja, pass auf. Da kann ich aushelfen, indem ich das zerlege. Ich würde gerne den Schlafsack reparieren. Weil der ist mir gerade ein bisschen heilig. Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß, wann wir hier mal ein Häuschen finden. Werkzeug aussehen? Okay. Ich hätte aber schon gern wirklich wieder ein Haus. Also, aufgrund der Tatsache, dass das, ja, einfach nur... Um halt wie so ein, ja, wie so eine Basis zu haben, ist eigentlich immer ganz nett. Was ist halt irgendwie was Angenehmes, muss ich sagen. Wie viel Zeug wir hier mit haben. Der helle Wahnsinn. Lampenöl. Wo ist denn? Da ist unsere Lampe. Aktion. Auffüllen mit. Das haben wir. Wartet mal ganz kurz. Ich höre hier was. Und das ist nicht Data. Kapier gerade, was ihr hört. Es ist so super still. Ist hier gerade das... keine Ahnung. Ich hab hier aber wirklich gerade was ihr hört. Solltet ihr Kopf... Es ist links. Es ist links von uns. Ich kann es nicht einschätzen, ob es ein Hase ist, ein Wolf. Kacke. Das ist natürlich geil. Hantiere ich erstmal im Menü rum und... Ich gehe mal kurz raus, ich kann ja gleich wieder reingehen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Wetter? Also... Möchte nicht sagen, aber es können keine Updates installiert werden. Möchte mich gerade Windows dran erinnern. Das ist aber nett, Windows. Ich gehe mal lieber wieder ins Auto rein. Ja, draußen ist Schneesturm. Das ist natürlich geil. Das ist nicht geil. Ja. Der vergeht hoffentlich ganz schnell wieder. Ja, die drei Fragezeichen sind da. Dieses Windows. Und warum kann es keine Updates machen? So, ich wollte hier noch kurz weiter gucken, ob hier alle 90%... puh. Obwohl, naja, so langsam, so ein paar Sachen könnten wir mal wieder reparieren, ne? Puh, ja. Sollten wir mal tun, nur wir haben ja keinen Stoff mit dabei. Hahaha. Wir haben 6 Verbände mit dabei. Okay, wir sollten mehr daraus machen, ne? Ich bin gerade etwas ratlos, weil wir können ja nicht die ganze Zeit, hier sitzen, im Auto. Das geht ja nicht. Problem ist aber auch, wir können keine 3 Meter weit gucken. Jetzt kommt wieder schöne Musik. Das ist toll. Ja. Können wir uns vielleicht hinlegen? Oder so? Ich weiß nicht. Hilfe! Totale Kacke! Möchte auch mal gern... Das geht ohne hier. Ist doch kacke, dass man hier nicht warten kann. Ich kann mich ja im Moment mal ein Stück nach vorne bewegen, aber... Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, so. Mensch!
Möchte nicht unbedingt erfrieren. Und jetzt hier ein Feuer zu machen, ist auch wirklich grandios. Ja. Hier ist sehr viel, nämlich nichts. Also zumindest ist nicht bei dem Sturm. Oh mein Gott, ja, geil. Fängt ja super an hier. Tja, da würde ich sagen, verbarrikadieren uns in dem Auto und singen lustige Lieder. Oder so ähnlich. Tja. Super. Klasse. Schön. Mir ist kalt. Ich merke schon. Und ich gehe doch immer weiter runter. Das ist auch geil. Gar nicht geil. Das ist überhaupt gar nicht gut. Scheiße. Tja. Was, ich kann draußen versuchen, ein Feuer zu machen. Und ich weiß jetzt schon, dass das nichts bringen wird. Weil der Sturm ist viel zu krass. Da geht es da sofort wieder aus. Kann mich ja hier hinhocken. Also hier beim Auto geht's ja eigentlich mit dem Sturm, aber ich garantiere für nichts, für gar nichts. Oh mein Gott, ey. Ist auch wirklich eine gute Idee, so mitten, so nah am Auto eigentlich ein Feuer zu machen. Aber egal. Oh, es funktioniert. Sag bloß. Sag bloß. Dann mache ich mir nämlich mal einen Tee. Den gare ich mir mal. Okay, es funktioniert. Ist schon mal gut. Also können wir uns ein bisschen die Zeit hier am Feuer vertreiben. Alter. Das war unverhofft, kommt oft. Alter Schwede, das wird nicht besser, ne? Ich muss mehr schnell den Tee trinken, bevor der mir gleich im Inventar kalt wird. Trink schneller, Mäuschen. Wir haben keine Zeit. Okay, mir wird wärmer. Alle klar, geile Sache. Und die schwebenden Streichhölzer geben uns Hoffnung, dass wir es auf magische Art und Weise hier überleben werden. Okay. Wir wissen nicht, wie lange und so und überhaupt. Ich würde ja gern irgendwie... Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier schlafen, einfach so mitten in der Pampa, dann ist uns auch noch schon wieder mehr kalt und so. Ich bleib jetzt hier noch so lange hocken. Solange das Feuer irgendwie an ist. Oh Mann, jetzt fängt es an, wirklich kritisch zu werden, das Spiel. Also mit kritisch meine ich, dass es schwer wird. Einfach nur schwer. Und dass man halt auch so eine Momente hier überleben muss. Eieieiei. Ich wäre übrigens... Ich wäre schon längst hin. So im Wirklichen. So mit Kälte umzugehen, ist wirklich was ganz Unangenehmes. Und auch bei so einem Wind hier. Also nee, ey. Kann es sein, dass der Wind auch gedreht hat? Dass der vorhin von der anderen Seite kam. Oh, sonst konnte man den immer halt, ja, überschlafen. Wenn man, meistens waren wir dann in einem Haus und dann habe ich einfach gesagt, komm, lass uns eine Stunde pennen und dann war er meistens dann weg, der Sturm. Und hier, jetzt sitzen wir hier in so einem blöden Auto mit schwebenden Streichhölzern und wissen nicht, was wir machen sollen. Das ist ja wirklich ein Traum. Ein großer, ganz großer Traum. War schon immer gewesen. Zumindest ist es... Es ist uns jetzt wieder warm. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Plus 16, meine Güte. Wir haben uns ja schon hochgerappelt, würde ich sagen. Mir wurde auch erklärt, dass diese Werkzeugboxen, die da auch halt in dieser Mine waren, damit können wir so unsere Axt und so reparieren. Und wir brauchen dringend Zeug hier. Wir hätten jetzt ja auch so einen Tee, aber obwohl, da haben wir ja schon einen. Was macht der nochmal? Ah, Immunsystem stärkt das Immunsystem und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Das ist gut. Also, wenn wir das nicht mehr haben, müssen wir den trinken. Aha. Ja, dann haben wir hier unser Tagebuch. Wir haben bisher 37% der Welt erkundet und 6 Stunden... Also, 6 Stunden ausgeruht? Ich habe diese Orte besucht. Die Notizen...
Was ist ein Sammel? Keine Sammelgegen? Man kann Sammelgegenstände finden? Wirklich? Aha. Okay. Küstenwohnwagen, Hütte, Wohnwagen, verlassenes Bergwerk, ja. Aha, sehr gut. So. Ist jetzt, der Sturm ist immer noch nicht vorbei, ne? Nein. Klasse. Ja. Geht ihr weiter bei so einem Sturm? Oder ist das. Wie soll man denn. Geht man 5 Meter und eines kalt? Und, also im wirklichen. Also, wenn wir immer noch bei dem Realismus dieses Spiel bleiben, würde ich ehrlich gesagt nicht rausgehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das könnte wirklich böse enden. Was ich jetzt mache, ist, ich fülle mal diese Lampe auf. Mit was auch immer. Das macht er automatisch. Okay. Haben wir. Okay. Muss ja auch ein bisschen hier drauf achten. Umso schneller sind wir erschöpft. Spiel! Ich würde ja gerne spielen, nur ich darf nicht, weil. Ist gerade nicht drin hier. Wir sind gefangen. Gefangen in Long Dark. Im idyllischen Tal. Das überhaupt gar nicht idyllisch ist. Also unter idyllisch stelle ich mir was anderes vor. Mein liebes idyllisches Tal. Mann, 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 ey. Ja, natürlich wird uns wieder kalt. Super. Klasse. Wir sind hier auch so alleine. Wir können uns auch mit niemandem hier unterhalten. Das ist total doof. Voll Kacke ist das. Spannendster Part ever. Wir sitzen im Auto und wir wissen nicht wohin. Also wir wissen schon wohin. Wir würden gerne da lang gehen oder da lang gehen. Und ich jetzt zerrede das Lied, das eigentlich voll cool ist. Hup, hup. Hup. Warum nur? Warum? Mann, Mann, Mann. Obwohl ich, ey, sagte, stehen muss, ich finde es gerade ganz cool eigentlich, ne? Außer, dass es natürlich total langweilig ist zum Zugucken. Okay. Ja, da. Okay, ich bin froh, dass. Ach, das ist ja geil. Das habe ich bei den anderen Autos gar nicht gesehen. Fällt da manchmal was raus? Oh, jetzt würde ich gerne bei den ganzen anderen Autos mal die Blenden durchgucken. Vielleicht ist ja irgendwo ein Foto drunter oder so. Das wäre ja geil. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe ein neues Spiel entdeckt. Blenden hoch und runter. Machen. Feuerstein? Fackel anzünden? Nein, 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 nein. Wir wollen hier nichts anzünden. Das Auto soll ganz bleiben. Mein Gott, Sturm! Geh doch mal weg! Ist minus 22 Grad. Sehr angenehm. Wirklich sehr angenehm. Minus 22 Grad. Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, wohin. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich die tollen Blenden entdeckt habe, dass ich es irgendwie doch irgendwie cool finde. Weil das Spiel dich halt irgendwie zwingt, nichts zu machen und das auszustehen. Und dann freust du dich halt so ungemein, wenn du das geschafft hast. Finde ich total klasse, mag ich total. Sowas fehlt vielen Spielen einfach so ein gewisses. Ja, so ein gewisser. Oh, los, wir müssen das jetzt schaffen. Heutzutage sind Spiele alle so ein bisschen manchmal. So ein bisschen Larifari, so. Die halten dich nicht mehr bei der Stange. Das ist es halt gerade. Und deswegen geht man dann so total ab auf Spiele, die einen so wirklich fordern und halt bei der Stange halten, ne? Es ist halt einfach so. Nee, das ist nur ein Berg. Ich wollte schon sagen, ja. Also, ich werde dann irgendwann meinen Kindern von dieser Aktion hier im Auto berichten. Jetzt setze ich mich mal hinten hin. Ach, ein bisschen die Beine ausstrecken. Ist wohl auch der schlechteste Platz. Also, nicht der schlechteste Platz hier im Auto. Also, wer würde mich so ein Sturm überraschen, würde ich auch in dieses Auto gehen und hier in diesem Auto ein wenig Zeit verbringen. Oder zumindest hoffen. Ich stelle mir gerade euch vor, wie ihr da sitzt. Alika, geh doch bitte, fahr ich da! Und ich sage, nein, wir bleiben in diesem Auto. Und jetzt zuckt schon wieder mein Auto. Auto, ja, mein Auto zuckt, mein Auge zuckt. Zuckt halt schon den ganzen Tag. Warum? Bin ich nervös? Nee, eigentlich gar nicht. Attitude. Tja, ne? Über was ich noch reden könnte? Na, dann haben wir jetzt hier ein kleines Hörspiel. Ah,
Was ich noch reden könnte, aufgrund der Tatsache, dass halt der Typ da, ne, der so ein bisschen blöd war, wegen der Spinne. Ich hatte letztens schon wieder ein ganz interessantes Gespräch über dieses Thema von wegen, dass ich Angst vor Spinnen habe. Und damit meine ich wirklich Angst. Also wirklich eine, ist nicht nur eine Angst, es ist wirklich eine Phobie. Ich habe unglaublich große Angst vor Spinnen. Und einige wissen ja, ich kann ja dann, ich kann nicht mal Spiele spielen, wo welche drinne sind, so. Und auf jeden Fall hatte ich dann mit demjenigen, der wusste davon, der meinte dann, ja, aber kann man das nicht therapieren lassen? Ich so, ja, bestimmt, aber ich renne deswegen nicht irgendwo hin. Ich muss halt einfach immer, ich kann halt dann so eine Spiele nicht spielen, außer sie werden gemoddet. Aber dann fing irgendwie das Gespräch an, so eine total kuriose Wendung zu nehmen, sondern von wegen, ja, aber das ist doch eigentlich totaler Quatsch, sowas geht doch gar nicht und die sehen doch gar nicht richtig aus wie Spinnen und ich denke mir so, das hat doch damit nichts zu tun. Auch so eine Minecraft-Spinne, zwar kann ich mich an sowas, an so eine Comic-Spinnchens wie so eine Minecraft-Spinne oder bei Don't Starve eher gewöhnen als an so eine scheiß Frostspinne bei Skyrim. Oder die Spinnen beim Witcher. Ich kann den Witcher nicht spielen. Da sind Spinnen! Wer ist denn auf immer auf diese scheiß Idee gekommen, in den Addon Spinnen reinzupacken? Warum denn? Ich hab auch. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Musik hier im Auto. Ich hab auch Angst, dass die bei Far Cry Primal Spinnen mit reinbringen. Da kann ich das nicht spielen, das tut mir wirklich leid. Und ich hab gesehen, da kommt ein neues Horrorspiel raus, das heißt Obscura. Und da wird man von. Ich dachte schon, da wird man von monströsen Monsterspinnen gejagt. Wo ich mir denke, ganz tolles Spiel. Es ist wirklich total meins. Ich hab schon überlegt, da müsste ich halt aber, wie gesagt, den Chris überreden. Jetzt wird mir schon wieder kalt. Scheiße, ich muss ja gleich wieder ein Feuer machen. Dass nur er das halt spielt, ist wirklich ein ganz toller Part. Wir quatschen im Auto. Super. Dass er das halt, dass ich mich hier hinsetze und er muss das spielen die ganze Zeit, weil ich kann da keinen Meter laufen. Das funktioniert nicht. Da habe ich irgendwie Angst, dass ich irgendwie einen Koller kriege. Keine Ahnung. Aber einfach mal, dass man das mal so sieht, wie jemand reagiert. Ich meine, da gibt es bei. Wir haben ja mal ein Let's Play von The Elder Scrolls Online gemacht. Und da sieht man eigentlich auch schon meine Reaktion auf Spinnen. Oh, langsam habe ich die Nase voll, ne? Ich überlege, obwohl in der Höhle sitzen wir da auch nur dumm rum. Egal, wo wir hingehen, wir sitzen da dumm rum. Obwohl wir in der Höhle gesichert da irgendwie schlafen könnten, um das hier zu überstehen. Ist ja alles sehr seltsam hier. Alles super seltsam. Aber ich hab auch Bock, das hier auszutragen im Auto. Ganz ehrlich. Ja, solange hier keine Spinnen kommen, ist alles gut. Ja, einfach um das mal zu zeigen, wie jemand, der wirklich Angst hat. So weit hat. Oh, mein Auge. Oh, das ist ja schrecklich. Mein Auge zuckt. Liegt bestimmt daran, dass ich über Spinnen rede. Ja. Ah, toll. Ja, ich bin begeistert. Muss mich irgendwie beschäftigen. Ist ja schrecklich. Hilfe! Spiel! Ich würde einfach mal sagen, der Part ist ja. Warte mal, wie kalt ist mir denn? Sehr kalt, das ist gut. Dann machen wir uns einfach nochmal ein Feuer. Hier ist unser letztes Feuer, womit wir nicht mehr anfangen können. Traum. Gehen wir mal ein Stück zurück hier, machen genau hier ein Feuer. Ja, hier auf der Straße, da, wo es nicht geschützt ist. Machen wir da. Und da. Und machen nochmal ein Feuer. Ich hoffe, das hält ein paar Minuten. Mein Auge zuckt. Bestimmt sieht man das überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, wenn jemand anderen das Auge zuckt. Ach, super. Ich finde den Part wirklich so saugut. Wir haben ein Auto gefunden. Und, wir sitzen da die ganze Zeit drinne. Das ist unser neuer Begleiter, das Auto. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Ach, na, wenn wir schon mal dabei sind, gleich kommt doch sowieso wieder so ein riesen Sturm, der uns das Feuer ausmacht. Von daher Heizleistung ist bei 11 Grad, das ist sehr gut. Wasser abkochen. Haben wir was zu tun. Finde ich gut. Schmelzen. Und hoffentlich wird uns dabei warm. Ich hätte mich auch mal hinhocken können.
Und abkochen. Toll, wow. Oh. Long Dark, bitte, bitte. Mensch. Versucht doch hier nur ein bisschen zu überleben. Ah, zumindest ist mir schon warm. Kaffee verbrenne ich mir nicht wieder hier irgendwie die Pfoten. Oder irgendwas anderes. Ja, das ist okay. Das ist passabel. Zumindest, was das Gute daran ist, dass wir hier nur blöde rumsitzen. Kann es sein, dass wir weniger Kalorien verbrauchen und deswegen weniger essen und trinken müssen? Fände ich auch nur logisch. Und nochmal abkochen. Dann haben wir erstmal genug Wasser. Müssen uns da erstmal nichts mehr machen. Alter, das Feuer brennt hier aber ziemlich lange, muss ich sagen. Woran liegt das denn? Wiegt der mehr oder weniger ZT? Das gucke ich gleich mal. Hier Medizin 010 und... Oh ja! Na dann. Auf geht's. Machen wir uns Tee. Dann haben wir da schon zwei von. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Am Feuer ist es immer sehr laut, glaube ich. Das höre ich im Spiel gar nicht so beim Rendern. Da denke ich mir mal, was ist denn jetzt passiert? Warum ist das so laut? So. Ja, ich würde sagen, wir haben den Part. Den Part haben wir geschafft. Der war wirklich phänomenal. Und im nächsten Part sehen wir uns hier genau an der gleichen Stelle wieder. Und dann ist bestimmt immer noch Sturm. Ich würde ja sagen, ich versuche den alleine zu überstehen. Nur nö. Also nö. Nö, da könnt ihr ruhig mitmachen, ne? Das ist halt The Long Dark. Das ist halt jetzt hier nichts. Da darf man jetzt nicht ungeduldig werden. Nicht ungeduldig. Gut, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Und ja, dann bis dann.